Liebe Nauenhoferinnen, liebe Nauenhofer, liebe Einwohner und Einwohnerinnen unserer Ortsteile, willkommen im neuen Jahr. Ein neues Jahr und die Feiertage sind immer gute Momente, kurz innezuhalten, um zu schauen, was war und was kommen wird. Wir konnten den Anbau der Grundschule einweihen und es wurde ein Teil unserer neu entstehenden Wohngebiete erschlossen. Die Jugendarbeit wurde wiederbelebt und ich freue mich besonders, dass wir in Zukunft altersgerechtes Wohnen in unserer Stadt umsetzen können und ich damit eine Zusage an Sie einlösen kann. Wir haben ein weiteres Jahr Pandemie durchgestanden, mit Solidarität und Rücksicht. Dafür bin ich Ihnen allen sehr dankbar und weiß, wie schwer es uns fällt. Gerade das Gefühl, es fände kein Ende, macht uns allen sehr zu schaffen. Es bleibt die Hoffnung, dass wir im neuen Jahr das Miteinander wieder neu beleben können und damit auch Feste feiern oder in anderer Weise zusammenkommen werden. Es würde mich wirklich freuen, wenn wir uns mehr begegnen und miteinander in den Austausch treten können. Damit auch dieser Vorsatz eingelöst werden kann, sollte die Arbeit hier im Rathaus weiter transparenter und offener gestaltet werden. Aber auch jenseits der Pandemie steht unsere Stadt vor großen Herausforderungen. Es ist großartig, wie Nauenhof wächst. Gleichzeitig müssen wir aber auch die nötige Infrastruktur wie Kindergarten und Schulplätze weiter aufbauen und sichern. Wir haben an allen Ecken und Enden Handlungsbedarf. Das sehen Sie und ich, wenn wir durch unsere Stadt und unsere Ortsteile spazieren gehen. Gleichzeitig ist unser finanzieller Spielraum gleich null und wir müssen die Einnahmesituation der Stadt nachhaltig verbessern. Wir haben einen Sanierungsstau bei Straßen und Wegen, weiteren dringenden Handlungsbedarf im Ausbau unserer schulischen Infrastruktur und der Bereitstellung von ausreichenden Kita-Plätzen. Gleichzeitig müssen wir aber auch hier übergeordnete Behörden und Einrichtungen immer wieder neu motivieren, dabei mitzuwirken. Wir wollen die Servicequalität der Verwaltung für Sie anhaltend verbessern und digitaler im Sinne der bürgerfreundlichen Dienstleistung werden lassen. Gleichzeitig haben wir noch immer viele liegen gebliebene Aufgaben abzuarbeiten und müssen die bestehenden Strukturen sorgsam entwickeln. Es gibt Chancen und Möglichkeiten für die Gestaltung unserer Zukunft, von Förderprojekten bis hin zu Initiativen. Gleichzeitig braucht es aber auch Mitwirkende, die mit Kreativität und Ideen unterstützen. Ein wichtiges Thema für mich ist das Gelände der alten Pelzfabrik, für dessen Sanierung wir hoffentlich bald den entscheidenden Schritt gehen können. Es wird mir auch weiterhin wichtig sein, Sie als Einwohnerinnen und Einwohner einzubinden, Sie einzuladen, mitzuwirken. Das klingt manchmal wie beim Beteiligungskonzept zu den Seen etwas sperrig, aber es geht eben darum, Ihre Gedanken und Ihre Meinungen zu Ihrer Heimat und unseren Ortsteilen aufzugreifen. Vielleicht spüren Sie nicht sofort, wo und wie Ihre Rückmeldung, Ihre Mitwirkung wirksam geworden ist. Aber ich kann Ihnen versichern, jeden Impuls und jeden Hinweis tragen wir als Verwaltung bei unseren Überlegungen und Planungen mit. Wir gestalten gemeinsam die Zukunft unserer Heimatstadt und ihrer Ortsteile. Im Wissen, nicht alles wird alle umgehend zufriedenstellen. In diesem Sinne möchte ich Sie erneut herzlich einladen. Melden Sie sich zu Wort. Lassen Sie mich und unser Rathaus wissen, wo Ihnen der Schuh drückt. Ihnen, Ihren Familien und Freunden, heute vielleicht auch ganz besonders allen neuen Nauenhoferinnen und Nauenhofern, ein glückliches, gutes und vor allem gesundes neues Jahr. Und der uns begleitende, fortwährende Wunsch, bleiben Sie alle gesund.